Der Mösener Recycling- und Gummispezialist MRH hatte in dieser Woche hohen Besuch aus Dresden. Zu Gast war Staatssekretär Stefan Brangs aus dem Wirtschaftsministerium. Als Staatssekretär ist er der zweite Mann nach dem Minister und ein wichtiger Experte, wenn es um die Stärkung der heimischen Wirtschaft geht. Zunächst gab Geschäftsführer Andreas Baumann einen kleinen Überblick über die wichtigsten Kompetenzen des Unternehmens. Staatssekretär Stefan Brangs und der Landtagsabgeordnete Mario Pecher informierten sich über die Geschichte des Hauses und die heutige Produktion. Das alles hat die beiden Politiker beeindruckt. Hier wird ja Reifen recycelt und die Wertschöpfung entsteht aber nicht, indem jetzt eine Recyclinggebühr genommen wird und das Ding dann irgendwie verbrannt oder geschreddert und auf eine Deponie geschafft wird, sondern es werden hochspezifische Produkte hergestellt. Von Gummimatten über Gummianstriche für Dachsanierungen, für Straßenbauzuschlagstoffe, für Hochwasserschutzmatten. Und wenn man das sieht, wie das hier mit Produzieren, mit Tüfteln, also da kann man dem Inhaber hier nur höchsten Respekt zollen. Das muss man wahrscheinlich wirklich geborener Ostdeutscher sein, wie man da in der Produktion ständig neue Dinge ausprobiert, nachbessert, investiert. Und also das ist eine ganz, ganz phänomenale Sache. Und das Ziel heute hier mit Staatssekretär Brangs vom Wirtschaftsministerium ist einfach auch die Bekanntheit dieser Produkte und das Einsatzspektrum einfach auch mal darzulegen und zu zeigen. Und es ist hier eine regionale Firma, es sind Arbeitsplätze hier. Sie ist einzigartig in Deutschland mit ihren Produkten. Und das war das Ziel heute, das also auch mal über das Wirtschaftsministerium praktisch zu verkaufen. Auch Staatssekretär Stefan Brangs hatte bei einem Rundgang durch die Produktion so einige Aha-Erlebnisse. Er stammt ursprünglich aus dem Bergischen Land, aus Solingen. Doch seit Anfang der 90er Jahre lebt er mit seiner Familie in Sachsen und weiß den Erfindergeist und Einfallsreichtum der Ostdeutschen zu schätzen. Also ich bin sehr begeistert von dem, was ich hier sehe. Und das ist auch ein weiteres Beispiel, wo ich glaube, wir müssen darüber reden, was alles in Sachsen möglich ist und wo wir überall in Sachsen schon so gute Firmen haben, die auch deutschlandweit mittlerweile Marktführer sind. Hier ist eine Idee entstanden für mehr als 20 Jahren. Hier hat es Engagement gegeben von Leuten, die sich gefragt haben, wie soll es weitergehen nach der Wiedervereinigung. Und sie haben sich einer neuen Aufgabe gestellt und muss sagen, mit Bravour bestanden. Das, was ich hier gesehen habe, was an der Technologie hier eingesetzt wird, was an Ideen vorhanden ist, dass man selber auch hier die Maschinen auch selber wartet, dass man die Teile dafür auch selber herstellt, dass man auch darauf setzt, dass Fachkräfte hier in der Region dafür gebraucht werden. Das ist schon, muss ich sagen, eine überzeugende Geschäftsphilosophie und Geschäftsidee. Und natürlich geht es hier um einen Wertstoff, um Altreifen, der ja eigentlich nicht so das beste Image hat. Und das, was hier passiert, ist genau aus dem Kautschuk, aus dem Rohstoff sinnvolle Produkte herzustellen. Und dass das eben funktionieren kann, davon habe ich mich heute überzeugt, muss ich sagen. Hochachtung vor der Leistung, die in den letzten 25 Jahren geleistet worden ist. Da, wo heute moderne Produktionsanlagen stehen, war früher die LPG, die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Die alten Schweineställe stehen noch und werden heute zum Teil als Lager genutzt. Die Kunden des Unternehmens sind fast in der gesamten Bundesrepublik verteilt. In Bayern, in Norddeutschland. Nur in Sachsen, direkt vor der eigenen Haustür, ist der Absatz noch überschaubar. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man hier in Sachsen selber noch nicht weiß, was man alles für tolle Firmen vor Ort hat. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir ihn unterstützen können. Das ist nicht ganz unkompliziert, weil auch da müssen wir natürlich auch im Markt gleiche Bedingungen schaffen. Wir müssen den gleichen Wettbewerb einhalten. Wir können nicht Firmen bevorzugen. Aber wir können natürlich darüber nachdenken, dass Stoffe, die auch in Sachsen hergestellt werden, ob wir die nicht einsetzen können, auch dafür, wenn in Sachsen was produziert wird oder wenn in Sachsen halt auch neue Infrastruktur geschaffen wird. Also Stichwort Straßen. Wenn das so ist, dass das, was er hier herstellt, eben auch im Straßenbau eingesetzt werden kann, wenn dadurch natürlich auch sogar eventuell die Finanzierung von Straßenbau am Ende preiswerter möglich wird, wenn wir also sagen können, dadurch sparen wir auch noch ein, müssen wir darüber nachdenken, wie wir so etwas fördern können. Und deshalb glaube ich, was ich mitnehmen werde von dem heutigen Termin, ist nochmal mit den Fachleuten auch bei uns im Hause zu sprechen, aber auch natürlich mit dem Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Wie kann man hier konkret dafür Sorge tragen, dass eben die Produkte nicht nur nach Bayern, nicht nur nach Hamburg, sondern eben auch in Sachsen verarbeitet werden? Wie die Produkte der Mülsener Rohstoff- und Handelsgesellschaft verwendet werden können, ist im eigenen Betriebsgelände zu sehen. Im Asphalt der Straßen wurde Gummi zugesetzt.
Er verbessert die Eigenschaften des Straßenbelages spürbar. Im Sommer weicht die Straße nicht auf und im Winter sorgt der Zusatz für Elastizität, sodass Risse in der Fahrbahn vermieden werden können.